Also herzlich willkommen im buddhistischen Zentrum Hamburg. Mein Name ist Lars und wir haben jetzt gleich eine knappe Stunde Zeit, um uns ein bisschen über Business auszutauschen. Ja, die erste Linie ist die Richtung vielleicht erstmal und dann ist aber auf jeden Fall auch Zeit für Fragen, die ihr vielleicht mitgebracht habt. Regelmäßig bietet das buddhistische Zentrum einen offenen Infoabend. Kritische Fragen und der offene Austausch sind hier erwünscht. Also Zweifeln ist erlaubt, ja, oder sogar notwendig. Es kann eigentlich nur funktionieren, wenn man wirklich selbst überzeugt ist, ja, sonst macht es keinen Sinn. Also man muss hier vielleicht mit so ein bisschen Vorschussvertrauen hin, ja, so wie man auch andere Dinge einfach erstmal ausprobiert, ne, und dann nach und nach abcheckt. Anschließend besteht die Möglichkeit, an einer angeleiteten Meditation teilzunehmen. Und die Hände legen wir bei uns mit den Handflächen nach unten auf die Knie, ja. Oder wir legen die rechte Hand in die linke Hand, wobei sich die Daumen leicht berühren und legen das dann so im Schoß ab. Ja? Das macht man mit den Augen bei der Meditation. Am einfachsten ist wahrscheinlich gerade, wenn so viele da sind, sie erstmal zu schließen. Den eigenen Atem beobachten, die Aufmerksamkeit nach innen richten. Schritt für Schritt entwickelt man Abstand zur eigenen Gefühlswelt, um so Situationen im Leben unverfänglicher begegnen zu können. Ganz viele kommen auch, wenn sie gerade vielleicht eine krisenhafte Situation in ihrem Leben durchgemacht haben und so bestimmte Dinge in Frage stellen, die man bisher für sinnvoll und wahr gehalten hatte. Und dann gerät dieses Bild durch irgendein Ereignis vielleicht ins Wanken und dann fängt man an nachzudenken. Und also ich glaube, dass ganz viele von uns gekommen sind, als sie entweder mitten in der Krise waren oder aus einer Krise raus waren. Ich glaube, die viele nehmen halt einfach mit, dass da vielleicht wirklich eine Idee davon, dass da vielleicht irgendwas dahinter ist, hinter diesem Gedanken, ja, Wust, mit dem man, und Gefühlswust, mit dem man sich üblicherweise beschäftigt und so, ne? Das ist das, zumindest auch, würde ich sagen, was wir am meisten anstreben, dass man da vielleicht eine kurze Idee davon bekommt. Der Abend bietet die Möglichkeit zum Ausprobieren, zum Hinterfragen und sich mit Buddhisten auszutauschen. Wöchentlich donnerstags um 19 Uhr findet dieses Angebot im buddhistischen Zentrum statt und ist zugänglich für jeden, der Interesse hat.